so ein Ding vorbeifliegt, aber nicht sieht, ob man nun höher ist oder nicht. Ach, der kommt ja gar nicht bis hier. So, jetzt sind wir hier erstmal sicher. Und wir gehen trotzdem weiter. Oh, er dreht sich. Oh mein Gott. Stern. Ja, wie man sieht, das war nicht schwer. Abgesehen von dem einmal, als ich fast draufgegangen bin, oder die zweimal, oder ich glaube, es waren sogar dreimal. Ja. 43. 1000 Sternteile. Hm. Dann wird es ja mal wieder Zeit, dass ein Gummiluma auftaucht. Naja, letzter Stern, Windkarten. Beziehungsweise vorletzter, das gibt ja immer die geheim. Wo die Schwerkraft hinfällt. Ja, sieht doch lustig aus. Da hinten sehen wir schon, da rollt irgendwas. Das könnte interessant werden. Da war das Ding. Keine Ahnung, wie man den nun killt. Aber ich will ihn. Ich will ihn haben. Hey, da ist er. Wie kriegt man die denn nun raus? Ja, Sternteile. 20. Okay, probieren wir was. Komm her. Stört ihn nicht. Naja, gut, dann bleib halt. Fliegen wir hier rüber. Der Wind trägt uns. Yeah. Aha. So, tot. Ach so, ich glaube, die muss man sogar mitnehmen. Für den geheimen Stern. Dann machen wir erstmal den geheimen. Ja, weil jetzt haben wir das Ding. Man sieht da hinten rollt ein goldener Kettenhund. Und golden ist meistens sternartig. Da ist er. Das war einfach. Sammeln. Nein, ich möchte aber nicht speichern. Das möchte ich nicht. Windgarten, nochmal. Ist interessant, dass noch kein Komet da ist. Eigentlich müsste der jetzt schon da sein, wenn wir den Maulwurf gekillt haben. So, kennen wir schon. Danke, danke, danke. Auf geht's. Ein bisschen mitnehmen lassen und hoch. Und mitnehmen lassen und hoch. Und mitnehmen lassen. Und hoch. So. Kriegen wir sogar wieder das
Sternding. Regenbogen. Pilz. Ja, das war jetzt super. So trifft man natürlich den Sternring nicht. Nochmal. Ich sollte vielleicht aufhören, die Wiimote zu schütteln, wenn er losfliegt. Ja, toll, jetzt bringt er mir herzlich wenig. Hm, egal. Ja, der war auch gut. Ach, hier ist er frei. So, gehen wir weiter. Und die Musik ändert von der guten Musik zu dieser, die ich gar nicht mag. Oh, hier können wir drehen. Toll. Und hier gibt es, glaube ich, auch diverse Glitche bei diesen Plattformen. Glitches. Oder Glitche. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man damit ziemlich cool wegfliegen. Und ja. Landet dann irgendwie komplett woanders. Verkehrt rum. Irgendwie, keine Ahnung. Wie heißt die Galaxie im Englischen? Ich glaube Gusty Garden. Kann man über YouTube einfach suchen. Gusty Garden, Gravity. Irgendwie sowas. Müsste dann direkt was kommen. Und derweil ich hier die Sternringteile. Da kommt das letzte. Ne, das vorletzte. Das letzte hängt hier unten. So. Tschüss. Und jetzt kommen wir auf diesen Gravitations-Parcours-Scheiß. Und wieder andere Musik. Gefahr, pass auf, wo du hintrittst. Ja, sowas hier erinnert mich immer an Sunshine. Mario Sunshine. Schwupp. Und wir können die Gravitation ändern. Das macht nicht unbedingt Spaß. Also ich weiß nicht, ich würde das im Real Life vielleicht ganz okay finden, aber hier ist mir das ziemlich egal. Gut, hier laufen wir mal runter. Nach da. Und drehen wir mal hier. Irgendwo gab es eine Stelle, glaube ich, da konnte man das zweimal dreimal drehen. Das hat sich dann selber gekillt. Weiß ich aber nicht mehr genau. Wuhu. Ja, hier finde ich die Kameraperspektive ein bisschen ungünstig. Man sieht nicht wirklich, was auf einer Höhe ist. Hey, das ist schon der Stern. Yeah. Ich glaube, das war sogar hier. Da konnte man die Gravitation drehen. Und dann an der Plattform vorbeisteuern und auf einer anderen landen. Und hatte dann da auch andere Gravitation. Das war alles ein bisschen komisch. So, 45. Jetzt haben wir Eis und Sand. Das sind so beides...